Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Afterbirth Plus. Wir spielen mal einen normalen Run wieder mit Azazel. Und ja, Azazel kann von Anfang an fliegen. Hat drei schwarze Herzchen am Anfang und eine The Pool-Karte, die wir auch einsetzen werden. Außerdem einen kleinen Mini-Brimstone. Zack. Oh Gott. So, nach den ganzen Challenges mal wieder ein normaler Run. Ist eigentlich ganz cool, denke ich mal. Poison Touch ist ziemlich gut. Auch wenn ich versuchen will, auf den ersten beiden Ebenen kein Damage zu bekommen. Okay, rotes Feuer ist halt echt gemein. Zack. Oh, da schießt du schon, genau. Da, Feuer, ich hab's gesehen. Du wolltest mich töten. So, was habe ich denn für eine Nachricht gerade bekommen? Meine Mom hat mir nicht geschrieben, okay. Ich dachte schon, meine Mom schreibt mir, dass ich sie abholen muss. Jetzt fragen sich die meisten wahrscheinlich, was? Du musst deine Mama abholen? Ist das nicht sonst immer so, dass die Eltern das Kind abholen? Ja, eigentlich schon. Aber... Oh Gott, oh, das geht nicht. Okay, schön. Aber ja, da ich das Auto brauche, morgens, muss ich meine Mama zum Bahnhof fahren. Und dann, wenn sie von der Arbeit kommt, wieder abholen. Weil sie ja mit dem Zug zur Arbeit fahren muss. Und ja, deswegen muss ich sie abholen. Ich bräuchte Bomben, Alter. Ich bräuchte Bomben. Komm schon, Bomben. Dein Ernst? Hier sind vier blaue Steine. Vier. Nee, drei und Bomben. Schön. Nehme ich mit. Dorfklaps. Dorfklaps. So, 5 Münzen behalten wir mal. Wir setzen jetzt auch Turfclubs ein. Sprengen hier. Um Steven zu bekommen. Schönes Damage up. Sprengen hier. Kommt eine goldene Kiste mit Geld. Okay. Wir haben noch einen Raum, in dem wir noch eine Bombe bekommen könnten. Und auch Damage kassieren könnten. Haben wir aber nicht. Nein, haben wir nicht. Bombe? Ja, Bombe! So, jetzt könnten wir... Ja, komm, wir nehmen Isaacs Held mit. Er schießt ein bisschen Tränen. Jetzt machen wir hier den blauen Stein weg. Bekommen zwei blaue Herzchen. Alles klar. Schön. Mehr Bomben haben wir nicht, ne? Nee, mehr Bomben haben wir nicht. Können wir auch, glaube ich, nicht bekommen. Das ist ein anstrengender Boss, bei dem ich Damage kassieren könnte, aber nicht habe. Ja, Old Bandage ist okay. Na, P ab. So. Ja, jetzt geht's. Ja, HP up ist schön für den Devil Deal. Ist nett. Außerdem wollen wir eigentlich noch Maggie freischalten, ne? Mal gucken, was wir an Items bekommen. Amnesia. Das. Wir werden die Bombe. Oh, fliegen. Okay. Ja, wir sind jetzt die Bombe, Leute. Das heißt, wir sprengen uns selber. So. Random Spritzeneffekte nehme ich gerne mit. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Toll. Nee, mache ich nicht. Was haben wir hier drin? Das mache ich. Bombe. Wir haben Pin, ne? Ja, Pin. Okay. Hey, Pin. Komm her. Haben wir. Nice. Wir brauchen einen Schlüssel. Alter. Danke. Geil. So, jetzt können wir hier noch den... Ja, ich glaube, ich spreng nur einen Automaten erstmal. Wir müssen auf jeden Fall in den Shop. Waren wir schon im Shop? Hier unten war doch schon der Shop, ne? Ja, wir hatten aber keinen Schlüssel, genau. Da ist ein Blaustein. Mit einer Kiste. So, hier. Dwarf Diamond. Setzen wir ein. Wir nehmen noch die Bombe mit. Sprengen hier. Spenden noch mal ein bisschen. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Das Item müssen wir nicht mitnehmen. Das ist halt, das setzen das Space-Item doppelt ein. Wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit.
Vielleicht, wir sprengen uns dann ja zweimal selber eigentlich, ne? Das ist nett. Das ist nett. Das ist sehr nett. Zweimal selber sprengen ist eigentlich ganz cool. Wir haben den Schlüssel, geil. Goldene Kiste öffnen gehen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns jetzt beeilen. Denn ich will eigentlich noch gern den Boss Rush machen. Ach komm schon, scheiß Girls of the Maze. Zack. Schlüssel wiederbekommen, noch eine neue Bombe, alles klar. Waren wir hier rechts in dem Raum schon? Warum gehe ich hier vorher nicht rein? Gut, dass wir den Raum hier noch abgecheckt haben. Bisschen mehr Geld ist immer schön. Oh! Curse of the Maze. Das ist auch... Alter, was haben wir denn hier für geile Räume? Wir haben keinen Schlüssel. Das ist ein bisschen bad. Aber wir haben Geld, Alter. Wir haben Geld. Komm, Schlüssel. Ah, Geld. Schade. Hallo, Monstro. Ja, jump nur. Zack. Nice. Und Devil Deal, komm. Was haben wir in Devil Deal? Basement Boy achieved. Nice. Jesus Juice ist schön. Fliegen brauchen wir jetzt nicht. Und das Double Baby brauchen wir auch nicht. Das Multi Baby. Und wir haben Sansum freigeschaltet, Leute. Yeah! Schön. Okay, das heißt, wir gehen auf Angel Deals. Und wir hoffen, vielleicht finden wir Goathead. Oh, wäre das geil. Und dann in den Angel Deal. Auf der letzten Ebene, also bei Moms Herz. Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Haglas. Ja, wir bräuchten jetzt eher Schlüssel. So, drei Schlüssel finden. Einen goldenen Schlüssel wäre schön. Oder ein paar... Oh, schade. Aber wir können jetzt... Ja, ein schwarzes Herzchen. Schön. So, hier. I can see forever. Das ist auch nett. Können uns in den Dark Room boarden und den Run wiederholen. Aber nee. Da haben wir mit Assassin hier keinen Boss Rush oder so. Ich will den Boss Rush schon ganz gerne erreichen. Bombe. Schön. Aber eigentlich muss ich mich dafür ein bisschen beeilen, ne? Deck of Cards nehmen wir lieber mit. Extra Card... Ach so. Ach ja. Falsches Item. Extra Card Room ist nett. Extra Card Room ist cool. Aua. So gemein. Der ist genau in mich gespawnt. Hard-headed. HP-Upgrade bekommen und was noch? Noch irgendwas? Weiß ich nicht. Aber wir haben auf dieser Ebene keinen Schlüssel verbraucht. Das ist cool. Wir haben Eierkopf. Ha, cool. Das ist cool. Noch ein Schlüssel. Nice. Wir gehen in den Kampfraum, Leute. Aua. Das ist halt das Problem mit Azazel. Wir haben so eine niedrige Range. Und dann so eine Bombenfliegen zu haben, ist halt schon nicht so geil. Noch mehr Schlüssel und eine Trollbombe. Wir können halt schwarze Herzchen generieren. Das ist so geil. Schwarzes Herzchen generiert? Ich weiß es nicht. Ja, haben wir. Und da wir Dings jetzt freigeschalten haben, müssen wir auch nicht mehr darauf achten, dass wir kein Damage bekommen, Leute. Head of the Keeper. Nehmen wir mit. Aua. Okay, das war... So ein unnötiges Damage müssen wir jetzt nicht kassieren. Und wir haben mehr Schlüssel als vorher. What? Okay. Wir gehen zum Boss. Hatten wir im Shop noch irgendwas Interessantes? Ich weiß es nicht. Ich guck mal nach. Blaues Herzchen nehmen wir mit. Die Bombe brauchen wir nicht. Noch ein Schlüssel. Hatten wir nicht Schlüsselprobleme? Noch mehr Schlüssel. Alter! Jetzt geht's aber langsam los hier. Rein. Was ist das? Ach, das macht... das. Ich glaube, das ist das... das Trinket sorgt dafür, dass in jedem Itemraum ein Automat zum Rerollen ist, glaube ich. Irgendwie so. Ach komm, wir sprengen uns. Schön! Das war gut gemacht. Bomben. Schöne Sache. Stimmt, wir können uns ja sprengen. Oh, das ist nett. Das ist schön. Wir haben Curse of the Unknown.
Das heißt, wir sehen nicht, wie viele Herzchen wir haben. Wir haben auf jeden Fall ein rotes Herzchen. Und kein schwarzes mehr. Ich glaube, wir setzen hier gleich Death ein. Oh Gott. Okay. Kein Damage mehr kassieren, Leute. Kein Damage mehr kassieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich will kein Damage mehr. Schwarzes Herzchen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bei diesen Räumen hatte ich bisher immer das Problem, dass ich nicht fliegen konnte. Aber gut, dass wir Azazel spielen. Die Left Hand. Nehmen wir die Left Hand mit? Nee, ne? Nee. Book of Sin. Left Hand ist ein Trinket, was alle Kisten in goldene Kisten verwandelt. Ist an sich ein ganz cooles Item. Aber ich will doch schon eher lieber in Itemräumen rerollen können. Das ist für mich momentan eher vom Vorteil, würde ich mal meinen. Left Hand können wir immer mal wieder mitnehmen. Die kriegt man eigentlich recht häufig, habe ich das Gefühl. Und ja. 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 Okay. Okay. Oh, nicht besiegt. Habe ich nicht lang genug meinen Brimstone raufgehalten? Noch mehr Schlüssel, Alter. Also ein Loot. Was? Mager? Nein, mangelt. 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 Mangelt es uns nicht. Okay, den hab. Aua. Oh, scheiße. Ach, kacke. Ich weiß nicht mehr, wie viele Herzchen ich hab. Ach, komm. Nice. Okay. Okay. Wuhu. Wir brauchen Itemraum und Shop. Sehr geil. Dass ich da ausgewichen bin, war geplant. Natürlich. Lol. Ich hab Angst. Ich hab sehr viel Angst. Das Item ist nett. Double Drops. Restock. Nehmen wir auch gern mit. Judgment. Und The Lovers. Dem können wir spielen. Setzen wir Thomas Bates ein, aber wir sprengen ihn lieber. Bekommen doppelte Bomben und haben 90% Devil Deer Chance. Das ist nett. Das Item will ich nicht haben. Das auch nicht. Naja, Number One brauche ich auch nicht. Wir haben keine Tränen, das ist unnötig. Kommt schon, irgendwas Cooles. Ja! Ja. Cricket Set ist okay. Ist was Cooles. Oh, nett. Restock sorgt dafür, dass der Shop immer wieder aufgefüllt wird. Das heißt, wenn wir etwas kaufen, einen Schlüssel kaufen oder so, kommt auch wieder ein Schlüssel dazu. Also, kann man immer wieder Schlüssel kaufen zum Beispiel. Wenn wir ein Item kaufen, kommt ein neues Item dahin. Aua, scheiße. Alter! Zu viel Damage! Oh Gott! Wir könnten nochmal in den Shop gehen. Das sind nette Items, aber ich will Angel Deals. Das brauchen wir nicht unbedingt. Aber im Shop war nichts Nettes. Nein, nichts, was ich mir holen will. Wir hätten sprengen können, wir hätten rerun können. Scheiße, egal. Wir haben ja noch Shops vor uns, zwei Stück. Noch 9 Minuten für 2 Ebenen, das dürften wir eigentlich hinkriegen. Okay, 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 okay und nice. Was haben wir hier? Nee. Eher ungern. Aber wir bräuchten jetzt Pyromaniac. Das heißt, kein Schaden mehr von Explosion. Wenn wir an dem spielen, sinkt es nicht unsere... Nein, scheiße, wir haben ja Curse of the Tower. Scheiße, stimmt. Hanged Man, wow. Aber wir haben jetzt mehr Chance auf Angel Deals. Und normale Deal-Chance auch erhöht. Oh, wir können uns in den Zaki-Zaki-Raum reinsprengen. Na, reinsprengen müssen wir uns eigentlich nicht. Topaz, wow. Einfach nur wieder raussprengen wäre eher hilfreich. Setzen wir mal Topaz ein. Können Hank Mel wieder mitnehmen und einsetzen. Yeah! Wir sind nur ein Kopf. Style-Punkte. Schwarzes Herzchen wieder bekommen, das ist nett. Wir haben ja eigentlich doch noch recht viele Herzchen, ne? Obwohl, wir haben gerade 2 blaue Herzchen im Devil Deal gefunden. Aber er hat noch 2 schwarze Herzen übrig. Das habe ich nicht erwartet, weil wir so viel Damage kassiert haben.
Schon krass. Hier ist der Boss. Den können wir auch erstmal noch machen. Den machen wir. Ist ja noch nicht mal. Brownie. Oh Gott. Keine schwarzen Herzen kassiert. Ich meine, generiert. Schade. Kein Deal. Aber mehr Speed. Ist okay. Wir haben auch nur ein Herzchen verloren, ne? Hatten wir nicht? Ja, doch. Ich glaube, wir haben nur insgesamt eins verloren. Oder? Oder anderthalb, kann auch sein. Kann auch sein. Das war knapp. Russell Key, das... Was macht der nochmal? Ich glaube, damit kann man kostenlos in Shops rein oder so? Ich bin mir nicht sicher. Lol. Okay. Dass ich da getroffen wurde, war... nicht... habe ich nicht erwartet. Weil ich eigentlich über dem Abgrund war, aber wie es aussieht, war ich doch ein bisschen zu weit links. Aber gut. Geld. Geld ist schön. Oh, diese Gegner sind so ätzend. Nice. Blaues Herzchen, Geld. Ist nichts mehr gedroppt, okay. Itemraum und Shop, sehr geil. Jetzt sage ich es euch hier, Greed und auf der nächsten Ebene Ultra Greed. Ha! Geil! Was? Alter, als ob wir Pyromaniac bekommen haben! Ist das geil! Wir haben einfach unendlich Bomben! Alter, als ob, was? Oh, wie schön! Oh, wie cool! Bumm! Bumm! Nein, nein! Bumm. Bumm. Für die Style-Punkte. Bumm. Oh, wie geil ist das? Wie geil ist das? Alter. Als ob. Ich hab das... Was? Alter, ich hab das... Oh, wie geil. Ich hab das vorher noch gesagt, Alter. Wie geil es wäre, einfach Pyromaniac zu finden. Und dann finden wir es auch noch. Oh, ist das cool. Bam. Geheimraum? Ja, super Geheimraum. Hallo, I'm Error. Oh, ist das cool. Justice. Oh, ist das cool. Okay, wir müssen uns beeilen, Leute. Wir haben noch 5 Minuten für den Boss Rush. 4,5 Minuten circa. Und ich will den unbedingt machen. Okay, komm. Am besten wäre eine Karte, mit der wir uns irgendwie rausporten können oder so. Ha, wir kriegen keinen Schaden von der Explosion. Und ich kann gerne Schaden kassieren. Ist okay. Bam. Bam. Okay, nett. Zack. Schön. Bam. Okay, ich will jetzt natürlich auch noch wieder normal kämpfen ein bisschen. Zack. Wow. Bob's Brain, ich kann dich mitnehmen. Bob's Brain ist eigentlich echt cool. Echt ein stronges Item. Aber halt... Das machen wir so. Schade. Aber mit... Nur mit Pyromaniac ist es cool. Nur mit Pyromaniac und ich krieg zu viel Schaden. Okay. Super Geheimraum, super Geheimraum. Das heißt, hier geht's zum Boss irgendwie. Schön, Joker! Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen 100%igen Devil Deal auf der letzten Ebene. Hagar, das brauche ich eigentlich nicht mehr, ne? Kein schwarzes Herz gespawnt, leider. Ja, 100%iger Devil oder Angel Deal auf der letzten Ebene. Schön. Wir wissen, wo es zum Boss geht. Oh ja. Komm, nur ein schwarzes Herzchen? Was? Das ist gemein. Oh, ist das geil! Oh, ich hatte diese Kombi so selten. Das nehme ich nicht mit. Auch nicht. Auch nicht. Brauche ich nicht. Unnötig. Ah, komm. Zack. Zack. Oh, das ist cool. Wir nehmen das hier mit. Spades. World. Sun.
Lovers. Joker. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Kompass nehmen wir mit. Nee. Nee. Gut, das war's. Warum ist noch ein Zacki-Zacki-Raum? Den holen wir uns noch. Den Zacki-Zacki-Raum holen wir uns noch schnell. Schön. Schnell in den Zacki-Zacki-Raum. Wir könnten uns auch noch den Kampfraum holen. Vielleicht, wenn da was Cooles drin ist. Mmh. An dem können wir touchen, genau. Schade, kein schwarzes Herz hinbekommen. Können wir reingehen. Jera? Komm, Jera, bitte, Jera. Haglas, oh, komm. So, hier. World nochmal. Wir können auch eine kleine Abkürzung zum Geheimraum nehmen. Also zum Boss nehmen. Aber oh, wir müssen auch noch Marm besiegen. Nee, ich lasse es mit dem Dings. Wir haben noch 1,40. Wir müssen noch Marm besiegen. Schade, kein schwarzes Herzchen. Ah. Komm, ich versuche noch hier irgendwie. Okay, schade. Zack. Zack. Geld. Okay. Schwarzes Herzchen. Karte? Stars. Ah, nee, brauchen wir nicht. Setzen wir Tower ein. Komm! Okay, nice. Wir haben ein AP-Upgrade. Das AP-Upgrade. Ja, wir haben noch mehr Options. Wieso kriegen wir keine zwei Items? Ich nehme das AP-Upgrade mit. Mom's Knife. Nö. Ich will ein Angel Heal. Leo. Das gibt doch mega Range-Up, oder? Ich nehme das mit. Okay, es bringt nichts. Okay, nice. Oh Gott. Wuhu. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wow. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Hallo, Piep. Ist das Piep oder ist das Bloat? Das ist Piep, oder? Ja, es ist Piep. Oh Gott, oh Gott. Schwarzes Herzchen? Nein. Komm. Alter, wie viel Life hat der? Das ist ein Mini-Herz gewesen. Was? Okay, Leute, wir kriegen zu viel Schaden. Eindeutig. Eindeutig. Oh, lol, Monstro 2. Zur Not können wir uns nochmal einen Joker porten. Okay, wir haben wieder ein blaues Herz bekommen. Oh Gott. Da könnten wir eigentlich... Na, können wir nicht. Das sind super Formen. Hier uns halt ein ganzes Herzchen abziehen und dann töten wir die Gegner einfach mit schwarzen Herzchen. Und das wäre halt eher unnötig. Okay. Die droppen uns ein blaues Herzchen. Ich wollte nämlich eigentlich eben in die Gegner reinrennen und sie vergiften. Wegen schwarzen Herzchen und so, weil die so viele Teile haben. Aber wie gesagt, wir hätten sie gekillt, weil Superform sind. Und dann hätten wir auch nichts vergiftet oder so, glaube ich. Das heißt, wir hätten kein schwarzes Herzchen bekommen. Da war der noch vergiftet. Zählt das noch? Ja. Sehr geil. Aber wir schaffen den Boss doch schon. Oh Gott. Irgendwo ein schwarzes Herzchen? Nein, keins. Okay, den haben wir noch. Okay, Little Horn. Okay, haben wir. Schade, dass das Gift von Bobs Brain nicht zählt als, ja, Gift für schwarze Herzchen.
Wenn da diese Pickel auf dem Boden spawnen, dann können wir die eigentlich vergiften. Kein Blau. Oh, kein schwarzes Herzchen, Mann. Den haben wir. Hallo, tot. Aua. Okay. Hallo, Pferdchen. Kommt schon, dein Ernst? Nice. Oh, schade, dass wir keine Gifttränen haben. Das wäre geil. Aua. Okay. Konzentration. Ach, ich heile mich ja mit der Explosion. Stimmt. Oh, stimmt. Ja, ich kann mich unendlich heilen. Hä, wie geil ist das? Wie geil ist das? Wir haben nur noch Stain. Ich hab's. Ah, nee, den, okay. Der ist easy. Zwei von denen. Oh, lol. Stimmt, ja, wir können uns einfach unendlich heilen, Alter. Wir nehmen Turret-Fliege mit. Wir haben leider kein blaues Herzchen mehr, fällt mir gerade so auf. Lol. Aber okay, wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin. Was ist das? Stuck. Weiß nicht, was das bedeutet. Noch mehr Bosse. Wir haben gerade so viele Bosse besiegt. Muss das sein. Oh, ich hätte gerade so gern... Wäre ich gerade einfach reingerannt und hätte die mit Gift gekillt und dann schwarze Herzen kassiert oder so. Aber wir haben leider dann noch weniger Chance auf Devil Deals, als wir eh schon haben. Und das wollte ich nicht. Vielleicht bekommen wir ja noch einen coolen Deal. Einen Angel Deal oder so. Ich will halt Angel Deal haben. Oder haben wir noch keine... Na klar, haben wir schon Angel Deals. Wir waren ja schon mal in einem, ne? Ja, doch, klar. Oh Gott. Wieso gehe ich eigentlich lang? Obwohl, hier könnte der Boss sein. Sollten wir mal auf die Karte gucken. Wir haben einen Kompass. Ja, da ist sogar der Boss. Cool. Okay. Dann den besiegen. Nein, 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 warte, warte, warte. Nein! Oh, ich wollte ihn antatschen. Haben wir noch kein blaues Herz hier, ne? Mann! Geheimraum? Geheimraum? Nein. Geheimraum? Schade. Supergeheim? Nein, hier kann nicht der Supergeheimraum sein. LOL! Das war grad skillig. Bam. Bam. Irgendwas hier? Nein, Mann. Kann nicht wahr sein. Mhm. Oi, 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 oi. Blaue Steine irgendwie? Auch nicht. Geheimraum? Auch nicht. Mann! Okay. Ich will den noch nicht. Was? Das zählt? Oh Mann. Ich dachte, das zählt nicht. Bam. Irgendwo. Oder so. Nein. Aber wir haben ein schwarzes Herzchen gerade bekommen. Das ist schon mal nett. Hallo, Death. Gegen dich haben wir eben auch schon gekämpft. Okay. Nice. Wir nehmen den Wir hätten die Range-Up mitnehmen können, ne? Wir hätten Range-Up mitnehmen können. Egal. Okay, hoffen wir, dass wir jetzt einen Angel hier bekommen. Zur Not haben wir halt... Zur Not haben wir... Okay, das Joker-Karte, so. Gut, jetzt ist mir das Wort eingefallen. What the fuck? Komm runter. Geheimraum? Geheimraum? Oh, lol. Zack. 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 Oh, lol. Ja, gehen wir hier raus. Okay, die machen Schaden, wenn wir sie berühren.
Nicht so wie diese anderen Köpfe. Mann, das ist echt dumm. Da hat uns gerade der Cube of Meat geschützt. Will ich in den Geheimraum? In den Zacki-Zacki-Raum reingehen. Nein, ich verliere da ein Herzchen. Oh, ich will nicht. Aber vielleicht ist da ein cooles Item drin. Oh, ich weiß es nicht. Da haben wir nicht genug Leben, um da reinzugehen. Oh, wow. Oh, wow. Ja, wir können uns halt immer wieder heilen, ne? Wenn wir einmal Schaden kriegen, einfach schnell Explosion einsetzen und wir sind wieder geheilt. Das können wir ja die ganze Zeit machen. Zum Beispiel jetzt gerade. Oh, warte mal, das ist nett. Zack. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Mann. Können wir jetzt auch hier reingehen? Die Karten angucken. Heilen. Zack, Tower. Yeah. Das aktiviert unser Space-Item. Einfach relativ unnötig, sag ich mal. Gut, ist ja egal, ob wir jetzt Damage kriegen oder nicht. Wir haben ja eh hundertprozentig einen Devil Deal auf, oder einen Deal auf dieser Ebene. Was hoffentlich ein Angel Deal sein wird. Ich will nämlich endlich mal in die Kathedrale. Dieses Mal kann uns Bobs Brain auch nicht töten. Oh Gott! Wow, wir haben nicht mal Damage kassiert. Oh wow, wir haben Strength eingesetzt und... Ja! Angel Deal! Geil! Zack. Zack. Den Engel bekämpfen wir jetzt nicht. Ich werde angerufen. Oh! Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Bin gerade am Aufnehmen. So, ja, das erste Mal in der Kathedrale, Leute, ne? Oh, hab ich mich nicht... Alter, ich hasse diesen... Digga! Ich hasse es, wenn man mich... Wenn man das absichtlich macht. Ohne Witz. Das Problem ist, er macht es absichtlich. In meine Aufnahme reinschreiben. Dann eigentlich hatte ich mich auf offline gestellt. Aber gut. Nein, was? Ich hab... Oh Gott. Ablenkung ohne Ende. What the fuck? Ah! Ich werde den Typen gleich so zusammenscheißen, ne? Gott! Egal, wir haben den Boss Rush und Moms Herz besiegt, Leute. Ihr habt ein bisschen was von der Kathedrale gesehen. Alter, der Typ kriegt gleich so Anschiss von mir, dass er mich während der Aufnahme dicht spammt, ey. Ich war übel abgelenkt gerade. Egal. Wie gesagt, Moms Herz und Boss Rush geschafft. Noch zweimal Marm killen. Oder noch dreimal, ich bin mir nicht ganz sicher. Gut Leute, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.